Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Apple Enthusiast und in diesem Python Tutorial zeige ich dir, wie du eine zweidimensionale Liste verwenden kannst. Was ist eine zweidimensionale Liste? Nun, ganz einfach. Es ist eine Liste, deren Elemente Listen sind. Also eine Liste, die Listen enthält. Wie immer zeige ich dir alles an einem Beispiel und als Beispiel werde ich ein Skript erstellen, das die Felder eines Schachbretts ausgeben wird. Daher lege ich los, schach.py. Gut, und hier ist die zweidimensionale Liste, die ich Chessboard nenne, macht ja auch Sinn, ne? Okay, so. Und ja, ein Schachbrett besteht aus Linien und Reihen. So, hier entsprechend die Buchstaben der ersten Liste. Habe ich jetzt 4, 6, 7, 8. Prima, das hätten wir schon mal. 1, 2, 6, 7, 8, genau. So, also, na, da ist aber eine schließende eckige Klammer zu viel. So, also, hier sind die Linien und hier sind die Reihen des Schachbretts und um ein Schachbrett zu erzeugen, nutze ich eine verschachtelte Vorschleife, eine Vorschleife, die eine weitere Vorschleife enthält. Reihe heißt das, ne? Moment, nee, Linie. Okay. So, ja. Okay. Na, dann schauen wir uns auch erstmal an, ob das ja einigermaßen eine gute Ausgabe ergibt. Ja, einigermaßen soll es ja nicht sein. Es soll eine gute Ausgabe ergeben. Naja, also schau mal, was ich hier gemacht habe, wie ich eben sagte, zwei Vorschleifen benutzt, um halt ja mit der äußeren Vorschleife das der zweite Array, wollte ich schon fast sagen, da siehst du wieder den C-Programmierer in mir, ne? Nein, die zweite Liste zu durchlaufen und die innere Vorschleife wird die innere Liste durchlaufen und die Ausgabe erfolgt über Print. Aber mal sehen, wie das jetzt ausschaut, wenn ich das Programm ausführe. Und du siehst, naja, ne? Naja, okay. Zum einen ja, heißen die Felder A1, B1, C1. Das muss ich gleich korrigieren. Und zum anderen siehst du,
dass ja nach jeder Ausgabe ein Zeilenumbruch angefügt wird. So läuft eben, so funktioniert die Printfunktion, wenn du sie so ja nutzt, wie ich es gerade eben getan habe. Also auch das werde ich ändern. Also zurück in den Vim Editor. So, und zum ersten, also das, ja. Reihe und das wird zu einer Linie. Nach einer kleinen Änderung soll man das Programm ja ausführen. Das macht ja Sinn. Zack, zack, zack. Dann siehst du, naja, das ist ja schon wesentlich besser als vorhin, aber damit immer noch nicht genug. Also noch einmal in den Vim-Editor. Jetzt ändere ich das so um. Ich ändere die Print-Funktion so um, dass eben keine neue Zeile ja, angefügt wird, beziehungsweise kein Zeilenumbruch stattfindet, sondern dass eben diese Ausgaben getrennt werden durch ein einziges Leerzeichen. Also, das mache ich, indem ich hier and ist gleich und hier das Leerzeichen, das siehst du, ja. Diese Angabe übergebe ich der Printfunktion als zweiten Parameter, Abspeicher mit WQ. Jetzt führe ich es nochmal aus und du siehst, aha, das sieht ja schon ganz anders aus als vorhin. Aber natürlich sieht das immer noch nicht aus wie ein Schachbrett, daher noch einmal in den Vim-Editor und einen Zeilenumbruch brauchen wir, nur soll er ja an der richtigen Stelle sitzen und daher füge ich hier eine Printanweisung ein, Backslash N. Backslash N ist die Escape-Sequenz für einen Zeilenumbruch, WQ abspeichern, ausführen und dann siehst du, aha, das sieht einem Schachbrett schon mal ähnlich. Ich sage ähnlich, weil das ist noch kein Schachbrett, so wie es in der Realität ist. Denn wenn du dir vorstellst, du bist ja der Spieler, der die weißen Steine hat, dann ist die erste Reihe A1, B1, C1. Das heißt also, diese Reihe sollte hier unten stehen und diese Reihe dementsprechend auch an dieser Stelle. Also werde ich auch das ändern, zurück in den Vim-Editor und ich werde Folgendes machen. So. Linien ist gleich Chessboard. 1. Linien. Plural. Und hier nutze ich auch die Reverse-Funktion, die ich dir bereits vorgestellt habe. Alle Tutorials von mir stehen auch in der entsprechenden Python-Playlist. Lass die Playlist ruhig mal durchlaufen. Das steigert deine Lernkurve ungemein. Also an dieser Stelle eben noch einmal die Empfehlung von mir. So. Mal sehen. Ja, raus aus Insert, WQ, Bildschirm klären mache ich für dich. So hast du einen freien Blick. Und jetzt führe ich es aus, dann siehst du A1, B1, C1 und so weiter. Ja, hier sind die entsprechenden Linien des Schachbretts. Das stimmt und das stimmt auch mit der Realität, mit einem richtigen Schachbrett überein. Ne? Also, noch einmal in den Vim-Editor. Lass uns mal rekapitulieren, was ich hier gemacht habe. Klar, die erste Zeile. Das brauchst du nur, wenn du auch im Vim-Editor bist. Das heißt, wenn du auch die Bash-Shell nutzt, so wie ich. Diese erste Zeile kennzeichnet das Skript als ein Python-Skript. Hier ist die zweidimensionale Liste. Und ja, hier habe ich in dieser Zeile das zweite Element, also die
Doch. Das ist schon richtig. Also diese zweite Liste in der Liste Chessbot entnommen, habe die Werte umgedreht und hier hast du eine äußere, eine innere Vorschleife. So gehe ich eben all die Elemente in den entsprechenden Listen durch, die Reihen und die Linien. Ja, das hier ist klar, also hier habe ich festgelegt, dass eben kein Zeilenumbruch stattfindet, sondern dass die Ausgaben, die einzelnen Ausgaben getrennt werden durch ein Leerzeichen. Aber wir brauchen auch einen Zeilenumbruch und den habe ich eben realisiert, indem ich hier dieses Backslash M, diese Escape-Sequenz genutzt habe. So, ja, das ist es für dieses Tutorial. Abonniere diesen Kanal, wenn du Programmieren lernen möchtest, bist du hier absolut richtig. Es gibt jeden Grund, Programmieren zu lernen und dran zu bleiben. Dranbleiben ist ganz, ganz wichtig. Mach es nicht so wie viele andere, dass sie mal was anfangen, dann hören sie damit auf, dann fangen sie wieder was Neues an. So wird man nie Erfolg haben. Und wenn du Erfolg haben willst, wenn du richtig ein guter Programmierer werden willst, dann unbedingt dranbleiben. Und daher, wenn du eben keine Tutorials von mir verpassen möchtest, abonniere diesen Kanal. Es kommen noch tolle Sachen hier hoch. Also ich bereite da ein paar nette Dinge noch vor. Und ja, aber jetzt sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.